Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Videochannel Borgiflieger. In dem heutigen Video geht es mir mal wieder um meine Yeti-Steuerung, um meine Yeti DS16 oder auch DC16, vielleicht wie die anderen Leute sie haben. Also um diese beiden Steuerungen geht es mir. Und zwar gibt es da ein Software-Update von der Firma Yeti. Yeti hat mal wieder ganze Arbeit geleistet und ein sehr großes Update herausgebracht. Vorher hatten wir die Update-Version 3.02 auf der Steuerung. Das war die aktuelle. Und Yeti hat jetzt einen recht großen Sprung gemacht. Und das erkennt man auch an der Kennzahl von diesem Update. Dieses hat nämlich die Release Nummer 4.0 und 4.0 bedeutet schon einen großen Sprung von 3.02 auf 4.0. Warum 4.0? Ja, ganz einfach, weil da ein Punkt bei ist bei diesem Release, der diese Steuerung in ganz andere Sphären hebt. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen, und zwar habe ich hier den Release-Bogen mal ausgedruckt. Ich muss das Ganze ablesen, weil das sind so viele Punkte. Das kann man sich eigentlich alles gar nicht merken. Deswegen möchte ich euch mal die einzelnen Punkte kurz erklären, kurz erläutern, was so dahinter hängt. Und ich möchte euch gleich mal einen kurzen Einblick über das Update, wie das im Groben funktioniert, geben und einen Screenshot. Ich zeige euch jetzt gleich mal an meiner Steuerung, wie das Ganze ausschaut, wenn ihr dieses Update aufspielt. Okay, fangen wir an. Kommen wir zum Release-Update-Bogen, und zwar sieht er ein bisschen so aus. Es sind mehrere Seiten, das liegt da dran, da ist 3.02 und 4.0 drin. Und hier oben seht ihr auch, da ist einiges in roter Schrift. Und zwar gibt es hier zu dieser roten Schrift nochmal extra so ein Kästchen, was alles nochmal einklammert. Und das möchte ich euch mal ganz kurz erklären. Und zwar steht dort drin, nach dem Update auf die Version 4.0 ist kein Downgrade der Software auf älter als 3.02 mehr möglich. Das bedeutet also, wenn ihr die 4.0 drauf macht und hattet vorher Version 2.x drauf, ist es nicht möglich, auf diese 2.x zurückzukehren. Das Einzige, was ihr machen könntet, ihr könntet höchstens bis 3.02 downgraden. Das hat folgenden Grund. Und zwar mit der 3.02 hat Yeti ein neues Übertragungsprotokoll eingeführt. Das ist nicht von Yeti gekommen. Das ist letztendlich, die Vorgaben sind aus Brüssel gekommen. Dort hat man die Übertragungsprotokolle oder letztendlich die Funkstrecke sicherer machen wollen und hatte dort dafür Auflagen geschaffen. Und die hat Yeti mit der 3.02 erfüllt. Und wenn man die 3.02 installiert hat, hat man im Prinzip sich den Gesetzesgegebenheiten angepasst und somit ist ein Downgrade unterhalb dieser Nummer nicht möglich, weil dann würde man sich ja außerhalb des Gesetzes bewegen. Hat man erst einmal 3.02 drauf, darf man nicht zurück. Okay, ist auch Blödsinn, denn die 3.02 oder jetzt in diesem Fall die 4.0 bringt so viele Features und Sicherheit ist immer wichtig, auch für unsere Modelle. Wir wollen ja nicht, dass die Dinger vom Himmel fallen. Finde ich schon sehr wichtig und es macht überhaupt keinen Sinn, unterhalb von 3.02 zu gehen. Meiner Ansicht nach sogar nicht. Sogar ist es Pflicht, dass man diese 4.0 installiert. Denn wenn ihr die Punkte gleich hört, was da geändert wurde, dann werden sich viele sagen, muss ich haben, ist unbedingt wichtig, dass ich meine Steuerung update. Also, fangen wir an. Kommen wir nun zu den ersten Release-Punkten. Und zwar steht dort die DC16 und DS16 bietet nun 24 Steuerkanäle, alle vollproportional und programmierbar. Tja, was heißt das? Ganz einfach, ihr habt ein Update bekommen und mit diesem Update macht ihr aus einer 16-Kanal-Steuerung eine 24-Kanal-Steuerung. Ey, hallo! Das ist ja mal wieder richtig geil von Yeti. Ihr bekommt eine Aufwertung der Steuerung mal eben um 8 Kanäle. Für nothing, lau, super. Andere Steuerungshersteller lassen sich sowas bezahlen, indem man ganz einfach sagt, muss eine andere Steuerung kaufen von uns. Und zwar das Modell XY kostet gleich wieder 500 Tacken mehr. Hier kriegt ihr einfach ein Software-Update und schon habt ihr aus der DCDS16 eigentlich eine DCDS24 gemacht. Mit Schwarz-Weiß-Monitor, denn die Farbversion kommt ja erst im Laufe dieses Jahres 2016. So. Neuer Schrifttyp im Display mit verbesserter Lesbarkeit. Punkt 2. Viele Leute hatten sich bei der Steuerung darüber pikiert, dass einige Schriften doch so
klein und winzig sind, dass man die kaum lesen kann. Also jetzt sprich nicht jetzt hier in meinen vier Wänden, also wenn man jetzt bei besten Lichtverhältnissen sitzt. Nein, es geht darum, ihr seid auf dem Flugplatz, habt eine Sonnenbrille in der Regel auf, damit es nicht blendet, und dann seht ihr auf diesem schwarz-weißen Display nicht mehr das meiste. Und dem ist man einfach entgegengekommen, indem man einfach eine neue Schrifttyp ausgewählt hat. Also grundsätzlich, der Schrifttyp ist anders und man hat auch ein bisschen mehr so diese Breitschrift, dick, fett gedruckt sozusagen auf dem Bildschirm. Zeige ich euch gleich noch. Ist wirklich gelungen, finde ich eine gute Idee. Also auch sehr wichtig. Der Modelltyp Multicopter unter Punkt 3 ist hinzugekommen. Ja, ganz einfach. Viele Leute haben sich mittlerweile einen Multicopter zugelegt oder wollen sich einen noch zulegen und wollen das Ganze natürlich dann über ihre Steuerung machen und das ganze Modell über die Steuerung steuern. Das ging vorher natürlich auch. Dafür hat man einfach ein Hubschraubermodell sich ausgesucht und konnte das dann irgendwie programmieren. Aber um das Ganze jetzt ein bisschen entsprechend zu verbessern, professioneller zu machen, hat man auch den Menüpunkt Multicopter jetzt eingefügt. Das heißt, ihr habt nicht nur Flächenmodell, Hubschrauber, Boote und Fahrzeuge, sondern ihr habt jetzt auch Multicopter als Auswahlmenü, wo einige Sachen drin zum Programmieren vereinfacht schon hinterlegt wurden. Okay, das sind die drei Punkte. Kommen wir nun zum Menüpunkt 4. Inaktivitätsalarm. Ja, was heißt das denn? Ich habe auch erstmal selber nachschlagen müssen. Was soll das denn? Ganz einfach, für die Leute, die hin und wieder ihre Funke anlassen, in der Ecke legen, wollen irgendwas machen, werden abgelenkt. Und wenn sie wiederkommen, ist das Ding fast leer genudelt. Um das zu verhindern, kann man beispielsweise den Inaktivitätsalarm aktivieren. Und somit fängt die Funke an zu piepen, zu pfeifen oder spielt irgendeine Wave-Datei ab, je nachdem, wie man sich das, glaube ich, einstellt. Also das ist letztendlich nur ein Punkt, um dieses Leernudeln im Standby zu verhindern. Die Funke schaltet sich ja nicht ab bei Inaktivität. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch noch programmieren. Aber im Großen und Ganzen geht es hier um einen Alarm, der abgegeben wird, wenn mal nicht die Sticks bewegt werden, also sprich, die Funke liegt so hier, kein Stick wird bewegt. Das bedeutet für die Funke Inaktivität und dann läuft ein Counter, meinetwegen stellt 5 Minuten ein. Und wenn die erreicht sind, noch immer kein Stick bewegt, dann weiß die, ich liege hier rum und mach nichts, also akustischen Alarm. Oder ich muss mal nachschauen, vielleicht kann man sie dann auch sich runterfahren lassen. Okay, kommen wir zum Menüpunkt 5. Neues Feature im Audio Player: inkrementale Wiedergabe über Schalter. Siehe Beschreibung. Ich habe erst gar nicht gewusst, was wollen die da? Was soll das? Und dann habe ich mich mal ein bisschen eingelesen. Ja, das ist im Prinzip, ihr seid Kunstflieger und wollt nach einem Musikstück bestimmte Figuren fliegen, dann soll diese Funktion dieses beispielsweise ermöglichen, dass ihr in bestimmten Schalterstellungen irgendwelche Musikstücke entsprechend abspielen, abfeuern könnt. Ich brauche es nicht, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die diesen Wunsch geäußert haben, und deswegen ist das auch ins Release mit reingekommen. So, kommen wir zu Release Punkt 6, neues Feature in den Telemetriealarm Vorcheck. Was bedeutet das? Ganz einfach, es sind Alarmfunktionen hinzugekommen, um beispielsweise im Vorcheck, bevor man abhebt, die Möglichkeit zu haben, Alarmpunkte zu setzen. Zum Beispiel, dass wenn der Akku leer ist, den wir einbauen, dass damit gar nicht erst versucht wird zu fliegen. Punkt 7, mehr Möglichkeiten für Telemetrieansagen auf mehreren Schaltern. Ja gut, das muss ich nicht erklären. Das ist Programm, was hier geschrieben steht. Also es gibt mehrere Telemetrieansagemöglichkeiten jetzt. Man hat das Ganze ein bisschen aufgebaut und erweitert. Der interne Texteditor für Name, Mischer und so weiter unterstützt nun auch Umlaute, wie zum Beispiel Ä, Ü, Ö. Die maximale mögliche Länge wurde erweitert, wo technisch möglich. Das heißt, man hat also die Möglichkeit geschaffen, A, Umlaute zu verwenden, und B, hat man den Bereich erweitert, um längere Texte eingeben zu können. Ich habe das noch nicht probiert, aber wahrscheinlich kann man jetzt mehrere Zeichen für die Bezeichnung eines Modells hinterlegen. Also bei mir, ich sage jetzt mal so, Saab Goblin 570, könnte ich jetzt noch was dahinter schreiben. Wahrscheinlich habe ich da jetzt mehr Möglichkeiten, habe ich noch gar nicht getestet.
Okay, das war der Punkt 8. Kommen wir zu Punkt 9. Die Geräteübersicht unterstützt nun auch diese EX-Buchse tauglichen Geräte. Multi EX M-Bar EX Rex Central Box 400 Spirit FBL. Kenne ich alles nicht, aber das scheinen irgendwelche Zusatzgeräte zu sein, die den EX-Bus unterstützen. EX-Bus, das ist ja die kleine Schnittstelle am Empfänger. Da gibt es wohl irgendwelche Geräte, externe Fremdhersteller, was weiß ich, oder vielleicht auch hier von Yeti selber, die Central Box 400. Zum Beispiel, glaube ich, die ist auch von Yeti. Zumindest gibt es jetzt die Möglichkeit, dass diverse Geräte mit unterstützt und in der Geräteübersicht entsprechend angezeigt werden. Das heißt, ihr habt ja, wenn ihr einen Empfänger angeschlossen habt, wird euch in der Geräteübersicht ein Empfänger angezeigt. Habt ihr an dem Empfänger meinetwegen so einen Muli, der den Akku überwacht, dann wird auch dieser angezeigt. Ja, und hier hat man halt einiges aufgebohrt, erweitert, dass auch noch andere Geräte angezeigt werden. Der Punkt 10 bedeutet, Screenshots werden als 1 Mbit BMP-Dateien gespeichert. Das spart Platz auf der internen Speicherkarte. Ja, ihr kennt das ja selber, wenn ihr in diversen Yeti-Foren schon mal wart, da haben irgendwelche Leute Screenshots hochgeladen, weil sie irgendwelche technischen Probleme haben oder hatten. Und diese Screenshots werden in einem bestimmten Format abgespeichert. Das ist für gewöhnlich BMP gewesen, nur mit einer höheren Datendichte. Und wir wollen hier eigentlich nur Informationen übertragen. Und da hat man das Ganze auf einer 1-Bit-Grafik, also stark reduziert, abgespeckt, um da mehrere Informationen hinterlegen zu können. Die Speicherkarte ist ja auch irgendwo ein bisschen begrenzt von der Kapazität und vorher war das wohl doch ein bisschen speicherfressend, wenn man ein paar Screenshots gespeichert hat. Gut, das hat man optimiert. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt so sehr oder ich habe es bis jetzt nicht gebraucht. Derjenige, der es braucht und sich immer über den Speicherfresser Screenshot geärgert hat, der wird wahrscheinlich sich jetzt freuen. Punkt 11. Einheitenumrechner für Druck, Kilopascal, Hektopascal, Bar, PSI, ATM. Volumen, Milliliter, Liter, Hektoliter, FL sagt mir gar nicht, OZ und GAL ist für Gallon. Und durch Flussmenge, Milliliter in der Minute, Liter in der Minute, OZ in der Minute, GPM. Ja, das sind einige Einheiten, die kenne ich nicht unbedingt, aber da hat man halt die Möglichkeit geschaffen, einen Einheitsumrechner zu integrieren. Das wird wahrscheinlich besonders die Leute betreffen, die, ich sag jetzt mal, mit Verbrennungsmotoren zu tun haben, also sprich Flächenmodelle oder auch Modellhubschrauber mit Verbrennungsmotor. Da braucht man zum Beispiel auch die Durchflussmenge, um dann den Resttankinhalt besser berechnen zu können. Das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Mich betrifft es nicht, aber einige andere Leute werden sich über diese Funktion wahrscheinlich wahnsinnig freuen. Kommen wir zu Punkt 12. Die Telemetriegeber MX1 bis MX8 können nun auch für die Werte des Signals für die Werte der Signalqualität als Eingabewert verarbeiten. A1, A2 und Q. Das heißt, die Antennenleistung kann besser ausgewertet werden in der Telemetrie, Signalqualität. Man kann, glaube ich, dann dadurch auch einen Alarm besser setzen oder feiner abstimmen, dass man, wenn man 50% Antennenpegel beispielsweise hat, dann kann man auch hier schon ein Signal setzen. Ich glaube, da in dem Bereich bewegt sich das Ganze. Ich habe das mal ganz kurz überflogen. Ist ein sehr interessanter Punkt vielleicht, dass man dann vorher oder früher gewarnt wird, bevor das Signal abreißt, wenn es denn mal wirklich abreißen würde, was bei Yeti eigentlich sehr selten ist. Okay, das waren jetzt die 12 Punkte, die auf diesem Release stehen, von Yeti angegeben, in, wie gesagt, Update-Version 4.0. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Am besten fangen wir damit an, wie kriege ich eigentlich dieses
Release auf meine Fernsteuerung. Damit fange ich an. Das möchte ich euch ganz kurz anreißen, beschreiben. Ich werde jetzt, da meine Funke schon abgedatet ist, nicht neu updaten, aber ich werde euch die Schritte zeigen bis dahin, weil der Rest ist dann eigentlich vollautomatisch und das ist kein Hexenwerk. So, ganz wichtig zu Anfang, wir müssen natürlich auch das Update oder die Update-Daten erst vom Hersteller herunterladen, also sprich gehen wir hier oben auf die Seite von dem Hersteller und zwar hier ist das ganz klar zu sehen, www.yetimodell.com/de oder einfach auf yetimodell.com, www.yetimodell.com gehen, dort in dem Bereich, also erstmal auf Deutsch klicken, ganz klar, wenn ihr hier oben nicht .de eingegeben habt, dann ganz klar auf den Bereich Download gehen, dort könnt ihr über diesen Bereich DOS DCDS Firmware Update Version 4 in den Download-Bereich kommen und hier ist auch nochmal ganz klar der Hinweis zu sehen, wie ich das anfangs im Video schon erwähnt habe, dass man nur downgraden kann bis 3.0.2. Da wird man nochmal darauf hingewiesen, hier wird ihm einfach kurz erklärt, wie dieser ganze Update-Prozess vor sich geht. Ein paar Empfehlungen werden da ausgesprochen. Verzeichnisstruktur wird hier angezeigt. Wie die Verzeichnisstruktur aussehen sollte. Hier ist die Version 1.0.7 und älter. Wenn man das updaten will, dann muss man hier hingehen. Ansonsten findet man hier unten in Dateien zum Download. Also im Prinzip, das hier unten ist der Download-Bereich. Hier unten ist das Update 3.0.2 zu finden, das ist, steht noch zur Verfügung, aber ansonsten, wir wollen ja auf die 4.0 upgraden und dann müssen wir halt schauen, welche Steuerung wir haben. Haben wir eine DCDS-14 oder haben wir eine DCDS-16? Wir haben eine DCDS-16, gehen wir also hier drauf, laden dieses herunter, diese Datei wird dann gleich im Anschluss entpackt und wenn wir dieses entpackt haben, dann zeige ich euch ganz kurz, wie das ausschaut, wenn man die Steuerung anschließt, wie die Ordnerstruktur ausschaut, um euch zu erklären, wie man das updatet. Ist im Übrigen, wie gesagt, hier oben in diesem Text wunderbar beschrieben. Man kann eigentlich nichts verkehrt machen. Das Einzige wäre, was passieren könnte, wenn man beim Rüberkopieren Stromausfall hätte. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, ich habe jetzt die Datei runtergeladen. Gehe auf Öffnen und zeige euch gleich im Anschluss, wie das Ganze funktioniert. Kommen wir nun zu unserem Update-Prozess. Ganz kurz erklärt, nachdem ihr die Daten, wie gesagt, heruntergeladen habt, okay, wenn ihr die Daten nun heruntergeladen habt, landen die für gewöhnlich auf eurem Laufwerk C unter Benutzer, wie auch immer ihr heißt, im Bereich Download, bei mir ist es dkb.de und dann der Bereich Download. Im Download-Bereich, wie gesagt, landet diese Datei, die herunter, wenn ihr diese Datei nun heruntergeladen habt, dann landet die unter einem Windows-Rechner für gewöhnlich in der Benutzerordner Download. Wie ihr sehen könnt, hier ist die Datei. Sie ist ungefähr 60 MB groß. 59 MB, da wird es angezeigt. So, wenn ihr die Datei heruntergeladen habt von der Yeti-Seite, dann landet die für gewöhnlich bei einem Windows-Rechner im Bereich Benutzername Download. In diesem Ordner Download liegt jetzt diese DCDS16-Datei, Update V4.0, 59 MB groß. Diese Datei wird entpackt, indem wir zum Beispiel, ich habe hier 7zip, das ist ein kostenloses Tool, installiert. Ich sage hier entpacken. Dort einen kleinen Moment, dann zack, ist es durchgerutscht, ist entpackt. Was sehen wir jetzt hier? Wir haben jetzt weiterhin unsere Datei, die gepackte Datei, die entferne ich einfach mal. Ich sage löschen, jawohl. Und des Weiteren haben wir hier unten neben diesen ganzen Ordnern, die entscheidend für das Update sind, habe ich hier unten nochmal Release-Ordner. Da kann ich mal ganz kurz reingehen. In diesem Release-Ordner befindet sich letztendlich diese
dieser Ausdruck, den ich gemacht hatte, wo ich auch euch hier diese Position vorgelesen habe, was dahinter steckt. Und da ist auch dieser Hinweis nochmal mit diesem Downgrade-Problem unterhalb einer 302-Version. So, also hier habt ihr das Release, aber in erster Linie geht es uns um diese 6 Ordner, die auf die Yeti-Steuerung kopiert werden müssen. Das machen wir ganz einfach, indem wir den ersten anklicken, drücken die Taste Shift am Rechner, klicken den letzten an, haben alle markiert, klicken rechts, sagen kopieren, schließen die Fernsteuerung über USB an, bestätigen die Anfrage, ja, verbinden mit USB, dann haben wir für gewöhnlich ein zusätzliches Laufwerk. In diesem Fall ist es bei mir das Laufwerk G, das öffnen wir doch mal. Und hier im Laufwerk G befindet sich jetzt eigentlich so eine ähnliche Struktur. Zumindest sind dort die Ordner wieder vorhanden, wie ich sie eben auch hatte. Ich würde jetzt hier mit rechts sagen, einfügen, was ich gerade kopiert habe und würde somit einige Ordner hier drin überschreiben. Beim Überschreibeprozess kriegt ihr eine Meldung, soll dieser Ordner XY überschrieben werden. Das müsst ihr immer mit Ja bestätigen. Ihr habt auch die Möglichkeit anzuklicken, immer bestätigt mit Ja, dass ihr das nicht bei jeder einzelnen Datei durchführen müsst. Geht dann schneller. Wenn ihr diese Ordner im Prinzip hier auf die Steuerung G, auf dieses Laufwerk G, das ist im Prinzip die Speicherkarte eurer Yeti-Steuerung, wenn ihr das hineinkopiert habt, solltet ihr, bevor ihr den Update-Prozess startet, den Ordner Modell kopieren. In diesem Ordner Modell befinden sich all eure angelegten Modelle. Falls irgendwie beim Update-Prozess irgendwas schief geht, was ich bis jetzt noch nicht hatte, habt ihr darüber aber die Möglichkeit, vorher dieses zu sichern, nicht dass eure Einstellungen von euren Modellen verloren gehen. So, nachdem ihr eure Modelle gesichert habt und alles hier rüber kopiert habt, dann geht ihr her und schaltet die Steuerung aus oder startet sie neu oder entfernt das USB-Kabel. Ich glaube zu wissen, dass damit die Steuerung sogar neu durchstartet. Aber wenn das alles nicht der Fall sein sollte, Steuerung aus, wieder einschalten und dann findet die Steuerung diese neuen Ordner und dieser Update-Prozess wird automatisch in die Wege geleitet. Da müsst ihr warten, das dauert 3 bis 5 Minuten, dieser Update-Prozess, und dann startet die Steuerung für gewöhnlich einmal neu durch und dann habt ihr die komplett neue Oberfläche. Und wie das Ganze ausschaut an der Steuerung, das zeige ich euch jetzt. Kommen wir nun zur Steuerung selber als solche. So was ganz besonders auffällt gleich zu Anfang, es ist diese neue Schrift hier. Wie gesagt, nicht in allen Bereichen konnte man es umsetzen, nur da, wo es wichtig war, hat man es gemacht. Beispielsweise bei diesen Telemetrieinformationen, hier beispielsweise Antenne und in diesem Fall der Akku, interne Akkukapazität von dieser Steuerung. Finde ich schon mal sehr gut gelöst. Ich will euch das auch mal zeigen, wie das ausschaut in den Menüpunkt, wenn ich hier auf Menü gehe. Modellwahl, Modell auswählen. Da ist es dann wieder so, da hat man beispielsweise diese Änderung nicht einbringen können, weil aus Platzgründen wäre diese breite Schrift nicht, das hätte nicht funktioniert. Aber Modellauswahl, oben die Überschrift, glaube ich, da hat man schon was gemacht. Aber wie gesagt, das funktioniert nicht überall. Das hat man nur da gemacht, wo man es auch einbringen konnte. Funktion Geberzuordnung, auch hier seht ihr, da hat sich an der Schrift nichts geändert. Das ist so fein geblieben. Aus Platzgründen, man hätte es sonst nicht unterbringen können. So, wenn wir jetzt mal einen Punkt nehmen wollen, der interessant ist, dann sagen wir, gehen wir nicht auf Modellauswahl. Doch, wir sagen Modellauswahl. Nein, wir sagen ein neues Modell. Das ist für uns interessant. Und zwar möchte ich euch diesen Punkt zeigen. Dieser Punkt hier, X-Copter. Das heißt, Multicopter werden jetzt auch als Profil unterstützt. Wir haben ja die Möglichkeit, Flugzeug, Heli, Truck und Boot, also Strich Fahrzeuge und Boote zu programmieren. Und als neueste durch dieses Update ist halt auch die Geschichte mit dem Multicopter-Bereich hinzugekommen. Und was auch der Fall ist, hier Name, möchte ich euch mal zeigen. Und zwar, ich drücke einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Buchstaben, 21 geht nicht mehr, 20 Buchstaben für die Namensgebung sind jetzt möglich.
was vorher nicht der Fall war, das gehörte auch mit zum Update. Und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie die Struktur aussieht, wenn ihr in diesen Multicopter-Bereich reingeht. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Kamera, Gimbal, ein, aus, hier die einzelnen Gyros können eingestellt werden. Fahrwerk, Servo, also sprich, wenn man so ein Einklappfahrwerk an diesen Multicopter, das kann man alles einstellen und dann würde es auch schon weitergehen. Hier sind die einzelnen Ansteuergeschichten zu sehen. Wie gesagt, da muss man im Einzelnen drauf eingehen und entsprechend das einstellen. Möchte ich aktivieren? Nein, ich möchte das Modell gar nicht haben. So schaut das Ganze aus und auch wie gesagt hier Servozuordnung. Na, das ist, hier geht es runter bis 24. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Wir können jetzt sogar bis zu 24 Servos entsprechend ansteuern. Das ist auch durch Punkt 1 dieses Release möglich geworden. So, das war so viel zu der Oberfläche. Natürlich gibt es einige Punkte von diesen 12, die jetzt vielleicht noch interessant wären, aber das würde den Rahmen sprengen, um die alle jetzt hier aufzuführen. Ich finde, dieses ist optisch schon mal sehr gut gelungen und ja, okay. So, ich bin am Videoende angelangt. Ich möchte ein kurzes Resümee ziehen. Von meiner Seite her empfehle ich euch, dieses Update durchzuführen, denn damit wertet ihr eure Funke deutlich auf. Ihr macht aus einer 16-Kanal-Steuerung eine 24-Kanal-Steuerung und das ist schon nicht ohne. Andere Hersteller verlangen dafür Geld, indem ihr einfach das nächste höhere Modell kaufen müsst. Hier geht es per Software. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und schreibt mir was dazu. Würde ich mich echt drüber freuen. Des Weiteren, wer mich noch nicht abonniert hat, sollte das schleunigst tun, denn so verpasst ihr das nächste Video nicht. Des Weiteren möchte ich euch darauf hinweisen, dass unterhalb von diesem Videofenster ein Link hinterlegt ist. Da gelangt ihr über diesen Link auf meine Homepage www.borgiflieger.de. Dort könnt ihr das eine oder andere an Informationen noch greifen, was jetzt in dieses Video nicht hineingepasst hat. Also ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Des Weiteren könnt ihr über meine Homepage auch in mein Forum gelangen. Dort habt ihr die Möglichkeit, mit mir und anderen Leuten über dieses Thema RC, über diese Funke und so weiter zu diskutieren. Okay, noch eine kleine Bitte. Wer diesen Kanal unterstützen möchte in irgendeiner Form, das geht ganz einfach. Unterhalb von diesem Videofenster befindet sich ein Amazon-Link. Wer diesen Amazon-Link anklickt, landet ganz normal bei Amazon. Dort könnt ihr eure Einkäufe, die ihr sonst sowieso getätigt hättet, ganz normal durchführen. Kostet euch nichts. Nee, im Gegenteil. Amazon belohnt mich dafür, dass ihr diesen Link benutzt habt mit ein paar Cent. Das heißt, ihr könnt mich unterstützen. Euch kostet es nichts. Den Einkauf hättet ihr sowieso getätigt. Und ich kriege als Belohnung ein paar Cent ab. Und somit unterstützt ihr mich letztendlich auf diese Art und Weise. Okay, für alle, die diesen Link benutzen, möchte ich mich schon mal recht herzlich ins Vorne bedanken. Ich verbleibe mit meinem Gruß, allzeit guten Flug und eine noch bessere Landung wünsche ich euch da draußen. Bei diesem Schietwetter ist momentan Fliegen sowieso nicht möglich, aber der Gedanke zählt. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Borgiflieger.